Hi, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ich wurde vor einiger Zeit gefragt, ob ich mal ein Video darüber machen kann, was für Dinge ich haben möchte, obwohl ich minimalistisch lebe. Die Frage kam daher, da ich in einem Video mal ein paar Sachen erzählt habe, was ich noch gerne hätte und ja, dass ich halt quasi mal so eine Wishlist erstelle. Und ich habe jetzt echt sehr lange für dieses Video überlegt und mir sind echt nicht viele Sachen eingefallen. Deswegen mache ich es so ein bisschen zweigeteilt. Also einmal Sachen, die ich trotz Minimalismus noch haben möchte und auch ein paar Sachen, die ich habe, die ich in den letzten Monaten oder Jahren so gekauft habe, die nicht unbedingt in mein Verständnis von Minimalismus reinpassen eigentlich. Ihr wisst vielleicht, für mich ist Minimalismus eigentlich nicht so wenig Dinge wie möglich besitzen, sondern halt nur Dinge besitzen, die mir Freude bereiten. Ich sehe es aber schon ein bisschen so, dass ich auch nicht zu viele Sachen haben möchte und keine unnötigen Sachen haben möchte. Und ich versuche schon, es so zu halten, dass ich mir etwas nicht kaufe, wenn es nicht unbedingt nötig ist, beziehungsweise wenn es mir nicht einen echt großen Nutzen bringt. Ich habe jetzt hier meine Liste und ich glaube, ich fange mal mit den Sachen an, die noch so auf meiner Wishlist stehen. Dinge, die ich halt so in nächster Zeit gerne noch kaufen möchte. Und das Erste, was auf jeden Fall auch das Wichtigste von dieser Liste ist und das ist, was ich auch auf jeden Fall unbedingt haben möchte, und zwar ein Schreibtisch. Um genau zu sein, einen Stehschreibtisch. In meiner alten Wohnung hatte ich ja einen ganz normalen Schreibtisch und den mochte ich auch sehr, sehr gerne. Und hier hat er aber nicht reingepasst, deswegen habe ich den nicht mitgenommen. Und ich dachte zuerst, es wäre auch nicht unbedingt notwendig, weil früher habe ich zum Beispiel auch öfters am Küchentisch gearbeitet, da der einfach ein bisschen größer war. Und ja, ich dachte, ich könnte hier halt auch an unserem Esstisch einfach arbeiten. Allerdings, ja, ist das nicht so wirklich optimal. Der Esstisch ist einerseits sehr, sehr klein. Und die Höhe von der Sitzbank und dem Tisch, die passt auch nicht so optimal. Also ich habe halt einfach eine total schlechte Körperhaltung, wenn ich da dran sitze und bekomme vor allem sehr schnell Schulterschmerzen, weswegen ich sehr oft im Bett arbeite. Und das ist wahrscheinlich noch schlechter. Also ich merke es einfach total, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Ich habe richtig krasse Nackenschmerzen. Also manchmal kann ich echt gar nicht mehr runtergucken, weil es so sehr weh tut. Und es ist für mich halt echt schlecht, weil wenn ich regelmäßig Videos mache und viel am Arbeiten bin, dann sitze ich halt auch viele Stunden am PC. Und auch generell stört es mich, dass ich keinen richtigen Arbeitsplatz habe. Also auch zum Beispiel für mein Fernstudium hätte ich gern einen Platz, an dem ich einfach in Ruhe lernen kann und wo ich dann auch meine Lernsachen unterbringen kann in der Schublade oder so. Und ja, deswegen träume ich von einem Schreibtisch. Gut, an dem Stehschreibtisch wäre es zwar jetzt mit den Lernsachen auch nicht so, dass ich die da unterbringen kann, aber zumindest würde das, denke ich, das Problem von meiner Körperhaltung so ein bisschen beheben. Ich hatte ja in einem Video auch schon mal gezeigt, dass ich versucht habe, das an der Kommode zu machen stattdessen, also dass ich meinen Laptop halt auf die Kommode draufstelle, aber das hat auch so gar nicht funktioniert. Also erstmal habe ich dadurch trotzdem immer noch runtergeguckt. Es war zwar schon besser als im Sitzen, also ich stand schon aufrechter, aber es war trotzdem immer noch nicht gut und es war auf Dauer auch ja, einfach unbequem, weil ich muss näher ran und da ist aber dann die Kommode und ja. Deswegen steht dieser Stehschreibtisch auf meiner Liste. Ich habe mir den von Stansum ausgesucht. Ich habe eigentlich nur zwei Marken gefunden, die sowas überhaupt anbieten. Und den finde ich so cool, weil man den auch ganz schnell wieder auseinanderbauen kann. Also ja, wenn ich dann nicht am Arbeiten bin, dann kann ich den einfach irgendwo verstauen und dann steht er nicht im Weg rum, da wir hier halt einfach echt keinen Platz haben. Passend dazu steht dann noch was weiteres auf meiner Wishlist, wobei das etwas ist, was ich eigentlich nicht haben möchte, aber was ich dann brauche. Und zwar eine Tastatur und eine Maus für meinen Laptop. Das funktioniert dann halt so, dass man den Laptop auf einer hohen Ebene stehen hat, dass man halt gerade auf den Bildschirm guckt und die Arme sollen in einer geraden Haltung sein und deswegen sind die Arme eine Etage tiefer und ja, deswegen bräuchte ich dann halt eine Tastatur und wieder eine Maus. Und das finde ich so ein bisschen doof, weil eigentlich ist ein Laptop ja so ein schönes, alles in einem Gerät und dadurch fällt das so ein kleines bisschen weg. Aber das ist mir auf jeden Fall lieber, als dauerhaft Nackenschmerzen zu haben. Die anderen Sachen auf meiner Wunschliste fallen alle in den Bereich Küche. Ich bin halt recht viel in der Küche. Ich mache viel, ich backe viel und koche viel, probiere ja neue Sachen aus und deswegen denke ich auch immer mal wieder über die ein oder andere Anschaffung nach. Falls ihr meine allerersten Aussortiervideos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich früher auch sehr viele Küchengeräte und so hatte. Ich hatte eigentlich irgendwie gefühlt jedes Gerät, ein Crepe-Maker, ein Waffelmaker, ein Sandwich-Maker. Von diesen ganzen Sachen habe ich mich getrennt, aber auf Dauer sind halt so ein paar Sachen dazugekommen, die ich schon noch gern hätte. Jetzt zum Beispiel backe ich öfters Brot. Noch nicht so wirklich regelmäßig, eher mal ab und zu nach Lust und Laune, aber ich würde das eigentlich gerne regelmäßig machen, gerade
weil Brot jetzt auch so unglaublich teuer geworden ist. Und das dann einfach selber zu machen, fände ich halt echt cool. Deswegen möchte ich mich in nächster Zeit auch auf jeden Fall wieder am Sauerteig probieren. Aber das ist ein anderes Thema. Was aber auf meiner Liste steht, und das liegt vor allem daran, dass wir halt einen Gasofen haben, in dem die Temperatur so ein bisschen schwierig zu regulieren ist. Und deswegen hätte ich gerne einen Brotbacktopf, beziehungsweise einen gusseisernen Topf. Wenn ich bei meinen Eltern bin, dann backe ich dort Brot immer in so einem gusseisernen Topf und darin wird das Brot einfach so gut. Das bekommt so eine schöne Kruste und das schaffe ich hier im normalen Ofen einfach nicht. Deswegen überlege ich jetzt schon seit längerer Zeit, mir so einen Topf zu kaufen. Allerdings sind die auch ziemlich teuer und deswegen, ja, möchte ich mir das wirklich sehr, sehr gut überlegen. Ich weiß noch nicht wirklich, welche Größe und welche Form. Da ich den Topf natürlich auch nicht nur fürs Brotbacken nutzen möchte, sondern auch zum Kochen und ja, deswegen, das muss schon der perfekte Topf sein. Und deswegen diese Kaufentscheidung, zum Beispiel dieser Schreibtisch, der steht bestimmt schon seit einem Jahr auf meiner Liste, aber irgendwie habe ich mich noch nicht so dazu durchgerungen. Also ihr seht, ich überlege wirklich sehr, sehr lange, bevor ich mir etwas kaufe. Zum Thema Töpfe habe ich auch noch einen zweiten Punkt auf der Wunschliste und zwar ist unser großer Topf, also wir haben einen kleinen Topf und einen großen Topf und der große, der ist auch relativ klein. Also ich hatte früher so einen ganz großen Topf, der war schon zu groß, aber so ein Mittelding wäre irgendwie gut, weil jetzt zum Beispiel manchmal, wenn ich was vorkoche, wenn ich zum Beispiel von der Bolognese die doppelte Portion machen will, dann ist dieser Topf einfach zu klein. In manchen Videos habt ihr es auch schon mal gesehen, dass wenn ich einen Eintopf mache oder so, dann geht es einfach so bis zum Rand, da passt nicht ein Tropfen mehr rein und ja, deswegen bin ich momentan auch auf der Suche nach einem größeren Kochtopf und ich überlege halt, ob man das auch vielleicht verbindet, also dass dieser gusseiserne Topf dann quasi der größere Kochtopf ist, aber dann ist er vielleicht halt auch schon zu groß, um da drin Brot zu backen, deswegen ja, es ist nicht ganz einfach. Vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken, ich weiß nicht, aber ich möchte einfach keine unüberlegte Entscheidung treffen. Noch etwas aus dieser Kategorie, was ich jetzt gar nicht aufgeschrieben habe, was mir aber gerade noch eingefallen ist, ist ein Wok. Ich koche ja auch sehr gerne so asiatische Gerichte, so Nudelfannen und sowas. Und wir haben eine mit Keramik beschichtete Pfanne und die liebe ich auch total. Und von der gleichen Marke gibt es auch noch einen Wok und ich überlege jetzt schon länger, mir diesen Wok noch zu kaufen. Da auch die Pfanne vom Volumen her für manche Sachen einfach zu klein ist. Zum Beispiel, wenn wir Partei machen, dann quillt die auch schon so fast über. Und ja, für sowas wäre halt ein Wok echt cool. Aber ich weiß noch nicht, ich habe mich noch nicht entschieden. Das nächste ist etwas, was jetzt nicht wirklich auf meiner Liste steht, aber was ich doch immer mal wieder kaufe, obwohl ich es nicht unbedingt brauche. Und zwar schönes Geschirr. Wer mich kennt, weiß, ich habe so einen leichten Geschirrtick. Also wenn ich so schönes Geschirr sehe, ist es schon sehr schwer zu widerstehen. Aber auch hier versuche ich nicht einfach drauf loszukaufen. Also wir haben so im Grunde alles, was wir brauchen. Das letzte, was ich zum Beispiel gekauft habe, waren so kleine Schälchen für Sojasauce, wenn wir zum Beispiel Sushi selber machen oder Teigtaschen. Ja, sowas hatte irgendwie noch gefehlt und die habe ich dann gekauft. Und was jetzt noch so ein bisschen fehlt, sind noch ein paar große Teller. Also wir haben nur zwei große Teller und wenn jetzt mal Besuch da war oder so, dann muss halt jemand aus einer Schüssel essen. Was jetzt auch nicht schlimm ist, aber manchmal wäre halt vielleicht noch ein oder zwei große Teller ganz cool oder auch zum Kuchenessen. Vielleicht kleinere Teller. Es gibt immer eine Rechtfertigung für hübsches Geschirr, okay? Also ich versuche mich da echt zu beherrschen, da wir halt auch dafür nicht wirklich Platz haben. Ihr kennt das Regal, was ich drüben stehen habe, wo unser Geschirr auch drin ist. Und das ist halt jetzt auch eigentlich so schon ganz gut gefüllt, da passt nicht wirklich mehr rein. Also dieser Gedanke mit den Tellern zum Beispiel, den habe ich jetzt auch schon seit ein paar Monaten und vielleicht, wenn ich den perfekten Teller finde, dann werde ich einen kaufen, obwohl wir ihn jetzt nicht unbedingt brauchen. Und das waren auch schon alle Sachen, die ich auf meiner Wunschliste habe, obwohl ich versuche, minimalistisch zu leben. Und jetzt kommen wir noch zu den Sachen, die ich schon gekauft habe oder die ich besitze. Als erstes haben wir viel zu viele Strohhalm-Alternativen. Die Tage hatte ich nochmal unser Glas in der Hand, wo alle Strohhalme drin sind und es ist halt einfach viel zu viel. Die meisten davon habe ich nicht selber gekauft, also echt die wenigsten. Das Einzige, was ich gekauft habe, ist mal ein Set Glasstrohhalme. Dann habe ich einmal Bubble Tea Strohhalme gekauft, was im Nachhinein auch ein bisschen
unnötig war, da ich nie dran denke, diese Strohhalme mitzunehmen, wenn wir unterwegs sind. Und Bubble Tea zu Hause machen habe ich einmal probiert und es war voll der Fail und seitdem habe ich mich nicht mehr getraut. Dann habe ich mir ein, zwei Metallstrohhalme gekauft für unterwegs und das war's. Die anderen habe ich, glaube ich, alle zugeschickt bekommen für ein Video, was ich für einen anderen Kanal gemacht habe. Und ja, irgendwie sortiere ich sie nicht aus. Ich weiß nicht warum, ich finde es irgendwie cool. Ich benutze halt auch echt gerne Glasstrohhalme und so. Aber irgendwie nehme ich immer nur den einen Glasstrohhalm. Also ich habe so einen Lieblingsstrohhalm und den benutze ich immer. Und deswegen ist es eigentlich unnötig, dass wir so viele verschiedene Strohhalme zu Hause haben. Aber es ist halt so. Das nächste ist wieder aus dem Bereich Küche. Und zwar habe ich mir vor einigen Monaten eine Küchenmaschine gekauft. Also eine Rührmaschine, um Teig zu rühren und so. Vor ein paar Jahren habe ich unser Rührgerät aussortiert. Ich weiß gar nicht mehr, war das kaputt oder hat es noch funktioniert? Auf jeden Fall habe ich jahrelang kein Rührgerät gehabt, weil ich mir immer dachte, man kann die Teige ja auch einfach von Hand rühren. Und so für Kuchenteige sehe ich das auf jeden Fall auch immer noch so. Aber da ich ja jetzt halt auch öfters mal Brot selber machen möchte oder auch mache, habe ich irgendwann das Bedürfnis nach einer Küchenmaschine gehabt. Das ist eigentlich etwas, was ich schon immer haben wollte, also auch schon früher, da ich halt mega gerne backe, schon immer, seit ich denken kann. Und es ist aber einfach so ein riesiges Gerät, was echt viel Platz wegnimmt. Und wir haben hier eigentlich gar keine Arbeitsfläche, deswegen wollte ich sowas schon mal sowieso nicht hier haben. Aber wenn man mal so einen Teig 10, 15 Minuten kneten muss, das ist schon ganz schön viel Arbeit. Und deswegen habe ich dann über eBay Kleinanzeigen eine Küchenmaschine gekauft. Und ich muss sagen, ich liebe sie sehr. Also ich bereue es echt überhaupt nicht. Sie steht bei uns oben auf dem Kühlschrank. Also sie stört jetzt auch nicht. Sie nimmt jetzt auf der Arbeitsfläche keinen Platz weg. Das ist mir super wichtig gewesen. Aber es ist natürlich ein Gerät, was nicht unbedingt notwendig ist. Und ja, das war auf jeden Fall nicht die minimalistischste Entscheidung von mir. Wobei das Gerät mir aber sehr viel Freude macht und mir das Leben schon erleichtert. Auf meiner Liste stehen jetzt noch zwei Punkte. Das erste ist, dass ich zwei Fahrräder besitze. Ich habe einmal mein normales Fahrrad und dann haben wir ja auch noch unser Lastenfahrrad. Manche finden das vielleicht unnötig, weil man kann ja auch alles mit einem Fahrrad machen. Aber ich fahre auch sehr gerne einfach mit meinem normalen Fahrrad. Gerade wenn ich mal schnell eben was erledigen will, dann ja, bin ich einfach gerne mit so einem normalen Fahrrad unterwegs. Ich sehe auch eigentlich keinen Sinn darin, mich von dem Fahrrad irgendwie zu trennen. Das ist noch ganz gut. Naja, also da war schon einiges kaputt und ich habe schon viel Geld reingesteckt, das zu reparieren. Wovon ich wahrscheinlich einfach ein neues Fahrrad hätte kaufen können. Aber ich möchte dieses Fahrrad am Leben erhalten. Ja, und ich finde es einfach schön, das Fahrrad, das war das erste Fahrrad, was ich mir selber gekauft habe. Und es ist jetzt schon echt ein paar Jahre alt. Also ich weiß nicht, wie alt es vorher war, aber ich habe es jetzt schon seit 7 Jahren, glaube ich. Was für ein Fahrrad ja eigentlich auch überhaupt noch gar nicht alt ist. Also manche finden das vielleicht unnötig, zwei Fahrräder zu haben. Aber für mich sind es so zwei Fahrräder für zwei unterschiedliche Zwecke und ich nutze sie beide etwa gleich viel. Und den letzten Punkt habe ich auch schon einmal in einem anderen Video angesprochen. Und zwar habe ich zu viel Kleidung. Obwohl ich sehr, sehr viel aussortiere und eigentlich auch immer nur die Teile behalte, die ich wirklich liebe. Und im Vergleich zu früher oder auch im Vergleich zu anderen Leuten, so dem Durchschnitt, sage ich mal, habe ich trotzdem sehr wenig Kleidung, aber in meinen Augen ist es zu viel. Das liegt eigentlich fast ausschließlich daran, dass ich halt YouTube mache und öfters Sachen zugeschickt bekomme und dass das einfach Teil meiner Arbeit ist. Die Sachen, die ich euch in Videos zeige, die finde ich auch wirklich immer richtig toll und deswegen möchte ich die Sachen halt auch nicht wieder aussortieren, weil es sind halt einfach schöne Klamotten, die ich auch gerne trage und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel recht viele Jeanshosen, obwohl ich die eigentlich nicht brauchen würde. Also wenn es jetzt nicht für YouTube gewesen wäre, würde ich vielleicht ein oder zwei Jeans besitzen. Und jetzt habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Stück. Ich mag sie alle echt gerne. Das sind schöne, hochwertige Kleidungsstücke und ich ziehe sie auch alle an. Aber es ist mehr, als ich eigentlich brauche. Und das war schon alles für das heutige Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video so ein paar Bereiche zeigen, in denen ich auch nicht zu 100% minimalistisch lebe. Ich persönlich finde das aber auch absolut nicht schlimm. Wenn mich etwas davon jetzt wirklich total stören würde, dann würde ich die Sachen nicht haben oder nicht kaufen wollen. Und ich finde, solange mir alles noch Freude macht und alles gut genutzt wird, ist es vollkommen in Ordnung. Und dann verabschiede ich mich für das heutige Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!